Trainingsfrequenz, Kevin, Volumen und Intensität für Progression. Ja, auch das ist wieder sehr individuell. Es gibt halt zig verschiedene Trainingstechniken, auch Prinzipien. Ich halte mein Training eigentlich in der Diät als auch im Aufbau komplett gleich. Ich trainiere 6-mal die Woche, da erinnere ich auch nichts. Dann ab und zu habe ich mal so Phasen, trainiere ich auch wieder 2-mal am Tag. Aber wie gesagt, das ist auch wieder phasenweise nur. Ich trainiere jeden Muskel einzeln. Für einen großen Muskel sind es zwischen 20 und 25 Sätze. Für einen kleinen Muskel, ja, das sind so 15 Sätze um den Schnitt. Okay, ich bin gerade überlegen, wie man Intensität beschreiben kann mit Worten, weil das muss man eigentlich erleben, so, oder? Ich kann sagen, ja. Das kann man schwierig mit Worten beschreiben. Für mich wäre jetzt die Intensität auch unter anderem nicht ganz so lange Pausen zu machen. Genau, auf jeden Fall. Reduktionssätze mit einbauen, Supersätze. Ne, man hat jetzt nichts damit zu tun, dass man irgendwie schwer im Sinne von viel Gewicht bewegen muss. Man kann die Intensität, wie Tim gerade auch schon sagt, über kurze Pausenzeiten und so weiter regulieren. Also da gibt es auch viele Wege. Ne? Also ich sehe manchmal, dass die Leute irgendwo Intensität vergessen, auch in dem einzelnen Satz irgendwo an den Tag zu legen. Ja? Dass sie dann erzählen, wie lange sie schon trainieren, dass sie ja im Training so ziemlich alles geben. Wenn du sie dann beobachtest, merkst du, da sind noch 2 Wiederholungen drin. Warum macht der Verstehen? Genau. Ja, und dann, da stehst du so als Athlet daneben, mach doch jetzt. Ja, ne? Warum hast du die 2 jetzt noch gemacht? Ja, und Pausenzeiten, pipapo, klar, ist halt alles eine Steigerung. Aber die Leute kommen teilweise nicht in den Bereich ihrer Grenzen und wollen aber irgendwo weiterkommen. Aber das muss man denen dann teilweise, und das ist halt auch der Vorteil, wo es auch bei dir jetzt wieder kennengelernt haben, ne, dass so die Grenzen der Intensität auf sich verschieben. Ne? Ja. Der eine, der denkt, der macht schon intensiv und merkt auf einmal, oh, naja, der Tim macht eine ganz andere Intensität. Ne? Und deswegen sieht er vielleicht auch anders aus. Hier hat einer eine Frage gestellt. Meine Unterarme kriegen beim Rudern einen zu starken Pump und die Griffkraft sinkt. Helfen da noch Zughilfen? Also können wir auch relativ schnell abhandeln. Also wenn das wirklich so ist, dass die Unterarme einen richtigen Pump kriegen, wenn man da einfach für genetisch veranlagt ist, dann auf jeden Fall Griffhilfen mitnutzen, aber auch nicht immer und bei jeder Übung, sondern wirklich bei diesen elementaren Übungen wie Rudern oder sowas, dann Griffhilfen benutzen, ansonsten auch gerne die Griffhilfen mal weglassen, auch was so wie Kreuzheben oder so, dass man halt auch mal was mit der Hand festhält und damit die Griffkraft dann einfach komplett sinkt, so, ne, denk mal. Gehen alle d'accord. So. Ja, ich mache meistens auch nur in den letzten schweren Sätzen, ja, wie du schon sagtest. Ja, also ich habe ganz, ganz selten Griffunterstützungen genommen, aber klar, wenn man halt das Problem hat, dann nimmt man sie halt. Ja, wenn die Unterarme ständig voll sind, dass du kaum was greifen kannst und du kannst nicht. Das liegt vielleicht an der Gewohnheit. Ja, kann auch sein. Dass man die halt sind halt einfach eine Sissy oder so. Oder, ne? Bekommt man keinen richtigen Pump, wenn man zu wenig Salz zu sich nimmt? Auch unterschiedlich. Ich hatte jetzt schon bei einigen Athleten, die ich so ein bisschen coache, die haben zu wenig Salz genommen und haben gesagt, ah hier, ich kriege keinen richtigen Pump und so. Dann habe ich gesagt, wie viel Salz ist denn? Ja, ganz, ganz wenig. Dann habe ich gesagt, jetzt Salz mal ein bisschen mehr und auf einmal waren die richtig voll und prall im Training und so. Du hast auch immer guten Pump und du isst fast gar kein Salz, oder? Ja, früher habe ich eigentlich relativ darauf geachtet, relativ wenig Salz zu nehmen, aber mittlerweile ist ja auch Salz ein sehr wichtiger Faktor, um Verletzungen zu vermeiden. Ja. Viele, wenn die dann teilweise zwar ihr Essen, die fast alle kochen ihr Essen selber und tun ein bisschen Salz dran, aber dann ist das vielleicht mal gerade ein Gramm oder was. Ja. Wenn jetzt gerade hier im Sommer, wenn es heiß ist, die Leute an der Beintraining machen, schwitzen wie die Irren, schwitzen nicht alle Mineralien raus, hat neigt man eher mal zu einer Zerrung oder vielleicht auch sogar zu einem Muskelfaserriss, weil halt eben nicht genug Mineralien drin sind. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und da müssen gerade die also extrem auf ihr Essen achten und alles selber kochen, auch sehen, dass sie da genug Salz dazu tun. Ja. Wenn es dann nur Reis, Nudeln, Fleisch und was weiß ich, aber kein Salz dran tut, dann kriegt er ein Problem mit der Zeit. Ja. Tolle Frage für den Kevin. Technik und wenig Gewicht oder viel Gewicht und abfälschen? Was für einen Split und welches Volumen gegenüber natural und einem nicht naturalen? Tipps? Fragezeichen. Also fangen wir an. Technik und wenig Gewicht oder viel Gewicht und abfälschen? Im Prinzip beides. Ich mache auch wirklich beides. Ne? Ich habe so meine Übungen, wo ich halt auch abfälsche, aber dann, wie gesagt, bewusstes Abfälschen, habe ich letztens auch noch geschrieben. Und nicht im Sinne von, ich fälsche ab, weil ich das Gewicht nicht bewegen kann oder also nicht, zu schwach bin fürs Gewicht. Ne, das sind dann wirklich, ja, wie soll man es nennen, gekonntes oder bewusstes Abfälschen. Ne? Guckt auf meinem YouTube-Kanal, gibt es ein Video drüber mit David Hoffmann. Richtiges Abfälschen. Genau, richtiges Abfälschen. Ja. Hast du ein Video von? Ja, wir haben gesagt, das Abfälschen ist nur dann falsch,
wenn man sich dadurch schadet. Also, genau. Wenn man aber abfälscht, um die Übung ausführen zu können und dadurch effektiv mehr Gewicht zu bewegen, ist das nicht schlimm. Ja. Wenn man es abfällt, muss ja in einem gewissen Rahmen bleiben. Ne? Wenn jetzt natürlich einer Langhantelcurl macht und dabei fast Good Mornings. Aber dann tut er sich ja wieder einen Schaden. Ja, klar. Nee, aber andererseits finde ich halt, wenn man da mit 5 Kilo Seitheben probiert, ist es dann auch ein bisschen wenig. Ne? Ja, eben. Wie Tim schon sagte, wenn man sich dabei nicht schadet und vor allen Dingen, sage ich zum Beispiel mal, ich fälsche ab und spüre meinen Muskel dabei trotzdem. Viele andere fälschen ab und die spüren alles andere, nur noch nicht mehr den Zielmuskel. Ja, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied dabei. Ja. Das heißt, wenn ich abfälsche, auch das sieht für viele dann brutal aus, aber ich spüre den Muskel trotzdem in dem Moment so gut, das ist ja auch der Grund, warum ich abfälsche. Da mache ich noch 2-3 Wiederholungen dadurch mehr und spüre den Muskel halt immer noch weiterhin genauso gut. Ne? Ja, aber ich sehe halt viele Videos bei YouTube oder auch bei Instagram, wo sie am Trizep trainieren und da ein lächerliches Gewicht drauf haben, noch dazu beim Flaschenzug und machen dann so höchst konzentriert, hallo, da könnt ihr euch mit 15 Kilo am Flaschenzug noch so konzentrieren, da wird er niemals einen Trizep kriegen, das ist einfach so. Ja, auch das ist für mich auch wieder so ein Rumback, immer dieses Natural, Nicht-Natural. Ich habe Leute, die ich betreue, die sind natural und auch Leute, die sind dann nicht natural. Und warum soll jetzt einer einen anderen, komplett anderen Split machen, nur weil er nicht natural ist? Ich habe auch jeden Muskel einzeln trainiert und es hat trotzdem geholfen. Ja. Also dann, wenn ich dann immer höre, du musst jeden Muskel 2 oder 3 Mal die Woche trainieren als Naturalathlet, weil Studie X und Y das gesagt hat, also davon halte ich überhaupt nichts. Genau, bin ich auch der Meinung. Gerade diese, das ist immer das Lustige, dass die wissenschaftlichen Studien sich innerhalb von 2-3 Jahren wieder komplett widerlegen. Ja. Und das, was früher, also die neuen Methoden, wurden da so gehypt. Und jetzt auf einmal momentan ist das Oldschool unglaublich in. Alle machen Oldschool-Training, alle machen Oldschool-Diät. Habt ihr sie noch alle im Köstbau? Könnt ihr euch mal festlegen? Entscheidet euch mal. Ehrlich. Da machen sie jahrelang, machen sie dann die tollsten Ideen, die sie da veröffentlichen. Und dann auf einmal machen sie alle Oldschool. Könnt ihr ein Notebook kaufen, könnt ihr leck mich doch am Arsch. Ist Rückentiefe genetisch bedingt oder ist alles möglich mit schwerem und richtigem Training, gutem Essen, Schlaf und Geduld und macht ihr auch in der Off-Season Cardio? Rückentiefe, natürlich ist immer irgendwo eine Nuance Genetik dabei, aber Rückentiefe ist meistens ganz klar auf Rudern zurückzuführen und halt eben auf das korrekte Rudern, dass ihr nicht so viel mit den Armen zieht, sondern auch richtig schön aus dem Rücken zieht. Also ich würde behaupten, Rückentraining ist das Training, wo man am meisten falsch machen kann. Um das zu beantworten, um zweite Frage, Cardio in der Offseason, hat es eben schon kurz angesprochen, ich mache Cardio in der Offseason. Einmal fühle ich mich wohler, wenn ich auch besser im normalen Training besser Ausdauer habe, eine bessere Kardiologis habe. Und ich habe einfach gemerkt, jetzt als Student verfette ich halt, wenn ich nur zu viel am Arsch sitze. Und deswegen fahre ich halt einfach viel Mountainbike. Ja, wie du gerade schon sagtest, ich mache auch Cardio durchgehend, also auch in der Offseason, einfach aus dem Grund, weil ich mich sonst über den Tag halt, sag ich mal, relativ wenig bewege. Ne? Wie Tim jetzt auch schon sagte, wenn er im Vergleich da sonst vorher im Bergbau gearbeitet hat, wo da natürlich viel, viel mehr körperliche Arbeit ist, als wenn du jetzt als Student irgendwo nur den ganzen Tag rumsitzt, hast du einen ganz anderen Verbrauch. Ne? Und wenn jetzt jemand den ganzen Tag auf dem Bau arbeitet oder generell den ganzen Tag nur am Rumlaufen ist, der braucht vielleicht jetzt nicht so ein Ausmaß an Cardio wie jetzt jemand, der, sag ich mal, keine Ahnung, 90% des Tages nur rumsitzt. Ne? Na gut, Cardio bin ich überhaupt kein Freund davon, aber wie der Tim schon sagte, ist schon eigentlich nicht unwichtig, dass man es macht. Ich bin ja schon ein bisschen fauler Freckel, muss ich ehrlich sagen. 2005 habe ich das letzte Mal Cardio gemacht in der Wettkampfvorbereitung, seitdem eigentlich nicht mehr. Aber gut, ich mache auch teilweise 16 Sätze Beinpresse, da brauchen wir auch eine gewisse Ausdauer für. Was die Tiefe des Rückens angeht, na gut, da bin ich ja relativ gut gesegnet. Aber so versuche ich schon seit, was weiß ich, seit Anfang des Trainings, meinen Latt noch ein bisschen breiter zu kriegen. Und irgendwie, Scheißdreck, das funktioniert nicht ganz so. Aber ich glaube schon, eine gewisse Genetik ist da auch schon vonnöten. Aber gut, man kann vieles durch gewisse Trainingstechniken noch ein bisschen verbessern. Ne? Das ist halt bei der Tiefe des Rückens genauso, wie vielleicht bei anderen Muskelgruppen auch. Ja. So, von meinem Account noch 2 letzte Fragen und dann gehen wir zu den Fragen von einem Peak-Account oder von anderen Accounts. Vorletzte Frage ist, was trinkst du während des Trainings, irgendein bestimmtes Post-Workout-Getränk? Das wäre ja jetzt kein Post-Workout, weil im Training ist man ja noch da, am Trainieren. During-Workout und Intra-Workout, sagt man da. Okay, ich trinke immer EAAs während dem Training.
Und ansonsten, wenn die dann leer getrunken sind, trinke ich Wasser während dem Training. Ich mag es auch nicht so Mineral oder so während dem Training, weil das ist mir dann alles zu süß. Ich mag dann halt wirklich einfach Wasser trinken ohne Kohlensäure. Das ist so, ja, bin ich so ein Fan von. Bei mir sieht es ähnlich aus. Ich habe jetzt, wobei jetzt habe ich wieder halt ein bisschen Malte noch mit drin im während des Trainings. Merkt man gerade so bei größeren Muskelgruppen, ne, die so ein bisschen intensiver oder auch länger gehen, wie Beintraining, Rückentraining, dass es mal ganz gut tut. Ansonsten ERAs immer mit drin, meistens in Kombination noch mit BCAAs. Ja, das war es eigentlich. Wie gesagt, und dann noch ein Malte dazu. Na, und ich muss so langsam mal anfangen, ERAs beim Training zu trinken. Wenn ich Jungs so ansehe. Ja, ich finde das immer ganz gut. ERAs während dem Training macht man nichts falsch, schmeckt auch ganz lecker mittlerweile. Und ja, ich trinke das schon immer so. Während dem Training, BCAAs oder ERAs. Ja. Letzte Frage, mich würde interessieren, womit ihr eure Vitamine, Mineralstoffe etc. abdeckt, abgesehen von Supplements. Minerale, ja, natürlich ganz klar mit Salz und auch mit bewussten Salzen. Ich nutze jeden Tag 15 Gramm Salz. Das ist für mich so Nummer 1. Ansonsten muss ich gestehen, esse ich bewusst keine, also jetzt wirklich bewusst Lebensmittel, die Mineralstoffe oder Vitamine enthalten, um damit irgendwas zu decken. Wenn ich was esse, mal Obst oder irgendwas, dann ist das schön, nice to have. Ansonsten esse ich es nicht, weil ich da relativ pragmatisch bin. Ich esse dann einfach meinen Reis, mein Fleisch, meine Haferflocken, meine Eier und mein Proteinpulver, das war's. Kann man eigentlich an einer Hand abzählen. Und ich fange jetzt nicht an und mache mir einen Smoothie mit Spirulina und Blattsalat und Banane und Apfel und irgendwelche Früchte, die rot sind und irgendwelche Früchte, die grün sind, damit ich alle Chlorophyllien und alle Vitamine da reinbekomme, mache ich nicht. Finde ich toll, schmeckt auch lecker, meine Frau macht mir das manchmal, aber es bin ich einfach nicht konsequent. Habe ich auch einfach nicht genug Zeit dazu, mir jeden Tag so ein Smoothie zu machen. Deswegen habe ich, weil ich ohnehin Fischölkapseln nutze, habe ich so eine Blisterbox. Und da setze ich mich einmal am Sonntag hin und blister mir meine ganzen Supplemente vor. Vitamine, Zink, Vitamin D3, Vitamin K2, Vitamin C oder A bis Z nutze ich jetzt gerade. Dann nehme ich immer das Live Supporter oder früher hieß es HEPA Fusion. Liver Support. Liver Support. Ja, ich bin immer hier die Englische. Liver für Leber. Ja, okay. Liver Support. Also hier so ein Leberschutz-Supplement nehme ich immer dazu. Ja, Zink etwas höher dosiert nutze ich ganz gerne. Meine Fischölkapseln Omega-3 und ja. Um das Ganze auch mal kurz zu fassen, bei mir sieht es eigentlich fast genauso wie beim Tim aus. Ich glaube, das ist immer das meiste Problem bei denen oder das größte Problem bei den meisten. Die machen sich viel zu viele Gedanken über jede Kleinigkeit, Makros und Mikros. Ich zähle nicht mal meine Kohlenhydrate einzeln ab. Ich habe dann 6 Beutel Reis am Tag, die esse ich und dann, wenn es in der Diät geht, reduziere ich um einen Beutel und fertig. Und dann irgendwas ausrechnen mit Formeln, das macht euch zu viel verrückt durch solche Sachen, das ist meine Meinung. Ne? Das ist bei den meisten das Problem. Einfach machen. Einfach machen, genau. Das ist eigentlich, das ist das Geheimnis, was alle mal wissen wollen. Das Problem ist, wenn man das so sagt, hört es jetzt immer, als wäre man einfach oder ein bisschen dumm oder so. Wenn man sagt, mach einfach. Ja. Halt den Kopf aus und mach einfach. Aber es ist in diesem Falle tatsächlich so, man kann nicht alles richtig machen und man sollte einfach auf diesem Gebiet so nach bestem Wissen und Gewissen vorgehen. Und wenn du einfach denkst, okay, du bist in einer gewissen Phase, die heikel ist, Vorbereitung, wie auch immer oder was weiß ich, und dann gönn dir halt die nötigen Supplemente, dann weißt du ganz genau, okay, die hast du safe und dann bist du auf der sicheren Seite. Weil ich habe auch neulich einen Bericht gelesen, Obst zu essen, um damit das Vitamin zu deckeln, ist heutzutage bei den meisten Obst, was die meisten von euch essen, könnt ihr das sowieso vergessen, weil das Obst wirklich einfach auch ja, irgendwo gezüchtet ist, dass es halt eben schmackhaft ist und dass es eben saftig ist und gut schmeckt und so. Und da sind bei weitem nicht die Vitamine drin, die ihr vielleicht so bräuchtet. Deswegen kann man da sich schon mal von verabschieden, dass man jetzt einen Apfel isst, um damit jetzt sein Vitamin C zu deckeln oder sowas. Ja. Gut, dann kommen wir zu den Fragen vom Peak-Account. Der Markus Oldschool hat gefragt, wird Thomas nochmal auf die Bühne gehen für einen Wettkampf und wenn ja, wann und wo? Ja, dieses Jahr im Dezember die Altherren-Weltmeisterschaft und ich muss ja dann schon wieder eine Klasse älter starten, aber mir geht es noch nicht unbedingt darum, nur zu starten, sondern ich möchte dann schon Fotos von mir zeigen können, die so vorzeigen wie vor, was weiß ich. Ich war ja schon teilweise sehr hart gewesen, aber
versuche da auch wieder in den härtesten Bereich hineinzukommen. Das ist so meine Wunschvorstellung. Und dann, das ich halt zeigen kann, mit 55 kann man immer noch bösartig gut aussehen. Man könnte vielleicht auch bei der normalen Männer-WM vielleicht einen Startversuch machen. Natürlich würde ich da nicht den ersten, zweiten, dritten. Vielleicht habe ich Glück und komme ins Finale, was für mein Alter dann schon sensationell wäre. Aber es hilft mir ja nichts und es interessiert auch keine Sau, wenn ich dann Dauer Fünfter geworden bin und habe eine super Leistung gebracht. Also mache ich halt bei den alten Herren mit und versuche aber trotzdem Fotomaterial zu zeigen, dass ich halt immer noch qualitativ sehr hochwertig bin. Ja. Dann fragt der Maximilian Kaye, was wären eure Grundpfeiler der Ernährung? Lebensmittel oder? Er fragt, was wären eure Grundpfeiler der Ernährung? Ich denke mal, die Basics einfach zusammen. Mein Grundpfeiler der Ernährung ist Rindertatar mit Reis, Haferflocken und Eiern. Also nettes zusammen, aber diese Produkte sind meine Eckpfeiler. Bei Thomas ist Nutella. Zählt mit dazu. Ja gut, aber ich sag mal, ich habe ja so viele verschiedene Phasen gehabt. Zeitweise habe ich also als Kohlenhydrate 5-6 Packungen Reiswaffeln am Tag gefuttert. Immer Eiweißshake dazu und dann halt eigentlich mehr Hähnchenfleisch als Rinderfleisch, weil es halt für mich leichter verdaulich war. Das sind so die Hauptsachen. Ne? Sonst nachher bin ich auch teilweise umgestiegen auf Nudeln oder auch teilweise mal auf Vollkornbrötchen und da halt eben mein Fleisch reingetan. Also ich bin da ein bisschen flexibel geworden in den Jahren und habe da jetzt auch keine signifikanten Unterschiede feststellen können, dass halt eben der Naturreis gekocht dreimal besser ist als die Reiswaffeln aus der Tüte. Ne? Was jetzt die Ergebnisse angeht. Bei mir sieht es auch ähnlich aus. Relativ naturbelassen einfach. Reis, Kartoffeln, Haferflocken, von den Eiweißquellen einfach Fisch, Seelachse, Tilapia meistens und beim Fleisch dann Huhn oder halt Rindertatar. Mache ich mal so einen Wechsel. Einfach damit man nicht jeden Tag jetzt das gleiche oder nicht jede Mahlzeit zumindest das gleiche essen muss. Dann habe ich eine Mahlzeit mit Rindertatar, eine mit Huhn, eine mit Fisch wieder. Und morgens dann zum Beispiel Haferflocken mit Eiern, damit man so ein bisschen in Anführungsstrichen Abwechslung hat. Ne? Okay, dann fragt der Viking Bad, was sind Tims nächste Pläne? Wird es eventuell die 212-Klasse à la Steve Bentin? Und die nächste Frage von ihm haben wir im Prinzip schon beantwortet. Was sagen die 3 zur Leistung von David Hoffmann? Also zu mir kurz, ich kann aktuell nicht ganz sagen, wo ich wieder starten werde. Das ist eben, weil ich so relativ an der Grenze bin. Ich mache es jetzt einfach davon abhängig, wie die Aufbauphase läuft. Ich mache mir jetzt aber auch keinen Riesenstress, wo ich am Ende lande. Ich fange dann irgendwann die nächste Vorbereitung an. Mal sehen, wann es sein wird, ob ich dieses Jahr im Herbst noch anfange. Wahrscheinlich wird es so werden, dass ich im Dezember meine Vorbereitung starte für den Wettkampf im März auf der Arnold Classic Columbus, Ohio. Das ist ein Einladungswettkampf. Ich habe das Glück, dass ich da mehr oder weniger eine Einladung habe, da mitmachen kann. Was mir auch eine große Ehre ist. Und dann würde ich einfach so entscheiden, wie ich halt so kurz vorher in Form bin und dann eben halt auch, was ich dann auch wiege. Also ich werde mir jetzt nicht einen Arm abschneiden, nur damit ich in die 212er komme. Aber wenn es wirklich einfach machbare 2-3 Kilo sind, die ich noch runter müsste, dann werde ich dann lieber die 212er bis zum Limit ausfüllen, wie in die, oder als in die offene zu gehen. Und ja, David Hoffmann haben wir eben schon kurz beantwortet, nur ganz schnell unsere Zusammenfassung. Also die Klasse passt wirklich sehr, sehr gut zum David und wir sehen ihn so bei der Olympia, will er ja wohl mitmachen, schon allein in den Top 5 sehen wir ihn und wo er sich dann platzieren wird, das wird sich dann zeigen. Okay, dann möchte der Christian noch wissen, wie viele Sätze ihr pro Muskelgruppe pro Woche jeweils macht. Ja. Also quasi euer wöchentliches Gesamtvolumen für einen Muskel. Okay. Na gut, ich sage jetzt einfach mal, ich trainiere halt auch jeden Muskel einmal, aber wenn du halt nur das Schultern hast, ordentlich Gas gibst und hast am Mittwoch ein Brusttraining, wo die Schulter wieder stark mitbelastet wird, das wird immer gern vergessen bei den Naturalbodybuildern. Die sagen immer zweimal die Woche, nur 10 oder 12 Sätze, ja. Den Bullshit, der kann ja nichts bringen. Ja, aber trainieren ja auch alle Push-Pull-Beine, das heißt, die machen jetzt halt Montag und Mittwoch Brust und Schultern, sondern die machen Brust und Schultern an einem Tag, also alle Drückübungen an einem Tag. Na ja, gut, aber wie gesagt, also da ja bei den verschiedenen Trainingseinheiten, die manche Muskelgruppe ja auch wieder stark mitbelastet wird, kann man nie pauschal sagen, ich mache jetzt die Muskelgruppe nur einmal, weil irgendwo sie doch in anderen Übungen sehr stark mit beteiligt, ob das jetzt der Trizep oder die Schulter ist beim Brusttraining oder Bizep beim Rückentraining, also
Ich glaube, dass die Frage, die er meint, ist eine andere. Er möchte halt wissen, wie viele Sätze ihr gezielt für einen Muskel in der Woche macht. Also wenn du Brust trainierst, dann wie viele Sätze machst du in der Woche? 12, 16, 20? Achso, ja gut, also ich liege dann so bei knapp 25 etwa. 25 Sätze pro Muskel. Ich würde sagen, um die 16 Sätze. Bei jedem Muskel? Beintraining? Kommst du bestimmt auf mehr Sätze, oder? Da komme ich auf mehr Sätze. Aber wir hatten jetzt das Brustthema. Ach so. Ja, das war jetzt mein Beispiel. Aber natürlich auch individuell. Also es ist immer wichtig, in welcher Phase befinde ich mich gerade. Und es kann schon sein, eine Aufbauphase, wenn ich wirklich versuche, eine Progression zu haben, das heißt stärker zu werden, dass es vielleicht effektiv auch ein paar weniger Sätze sind, wo ich einfach mehr Gewicht bewege. Aber es kann auch sein, dass ich dann in eine Phase komme, wo ich denke, okay, ich muss jetzt mal ein bisschen Feinschliff reinbekommen, dann kann es sein, dass ich ein paar Sätze mehr mache und natürlich auch von Tagesform abhängig. Wenn ich merke, ich habe ohnehin keinen Dampf im Training, dann mache ich weniger Sätze, versuche mein Training wirklich bestmöglich durchzubewältigen und dann war es gut, besser als nichts. Aber pauschal würde ich sagen, so 16 bis 20 Sätze pro Muskelgruppe, da kann man nichts falsch machen. Ja, kommt noch ungefähr hin. Also für einen großen Muskel um die 20 Sätze, für einen kleinen Muskel um die 15, 16. Ja. Aber ich glaube, das hattest du letztens auch. Das habe ich nämlich auch im Beintraining gehabt. Das hast du auch mal kurz angesprochen. Wo du sagst, du hast in Anführungsstrichen nur so und so wenig gemacht, warst halt trotzdem ziemlich K.O. Ja. So ging es mir halt auch letztens. Ich habe drei Übungen gemacht. Also wirklich nur drei Übungen beim Beintraining. Gut, ich mache das zwar separat. Habe dann für vordere Beine nur die drei Übungen gemacht. Das waren Kniebeugen, Beinstrecker und Hackeschmidt und ich war danach so durch. Ich habe jeweils 5 Sätze gemacht, das heißt, mein Beintraining hatte nur 15 Sätze, was eigentlich fast nie der Fall ist. Mhm. Und es hat sich angefühlt wie 35 Sätze. Ja. Das ist auch das, ne, was Tim auch schon sagt, das ist manchmal sehr unterschiedlich und variiert halt auch ab und zu. Ne? Also versucht halt instinktiv auf eure Muskulatur zu hören, was die euch gerade so sagt. Wenn er sagt, ihr habt noch Power oder macht halt mehr. Und das ist halt wirklich schwer zu sagen, immer wie man das genau macht. Deswegen ist es halt immer ganz vorteilhaft, wenn man einfach mal zu so einem Athleten fährt, man macht da irgendwie mal ein Personal Training und investiert irgendwo die Zeit und das Geld, damit man einfach mal mitbekommt, wie strukturiert er das, wie handhabt er das, damit die Leute das Gewicht von A nach B bewegen können, das wissen wir alle. Natürlich hier und da gibt es mal ein paar kleine Fehler zu korrigieren, aber genau das sind die Feinheiten, die man sich so abschauen kann. Ich habe ganz oft, dass die Leute dann lachen, ich stehe dann da, sagt er, ja, mach mal noch einen. Dann sage ich mal, warte mal kurz und dann spanne ich so an. So, wie fühlt sich's an so, ne? Und dann versuche ich so ein bisschen, ja, da ist noch was drin, ne? Dann machen wir noch einen. Dann lachen die manchmal so, hey, was hast du denn jetzt gemacht? Sag ich, ja, ich versuche einfach hier mit meinem Körper zu reden. Ich bin jetzt halt hier der große Spirituelle, aber ich versuche dann einfach wirklich auf meine Körpersignale so zu hören. So. Dann denke ich, ja, okay, passt. Genau. Können wir da was machen? Wenn du merkst, der Muskel ist voll bis kurz vorm Platzen, dann ist halt Ende irgendwann. Ja, ne? Genau. Ja, sehe ich genauso. Ja. Kommen wir zur letzten Frage, wie durchbrecht ihr Plateaus? Also wenn ihr stagniert, wie versucht ihr dieses Plateau zu durchbrechen? Reden wir jetzt von Muskelentwicklung oder Kraft? Ja, allgemein von Plateaus gesprochen. Aber Kraft versuche ich halt dann eigentlich immer bei niedrigen Gewichten Wiederholungszahlen zu erkämpfen. Wenn ich halt, was weiß ich, mit 200 Kilo Kniebeuge 4 Stück schaffe und dann der 5. kommt einfach nicht. Das habe ich jetzt schon das Problem seit einigen Wochen. Dann versuche ich vielleicht mal mit 150 oder 160 Kilo anstatt 10 vielleicht mal 15 Wiederholungen zu schaffen und da vielleicht mal wieder eine Wiederholung mehr zu machen. Und dann irgendwann wirst du mit 200 Kilo auch die nächsten 5. oder 6. Wiederholungen schaffen. So haben wir es eigentlich damals immer gemacht. Ja. Ja. Ich mache es eigentlich ähnlich. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also aus meiner Sicht jetzt, in den letzten 2-3 Jahren, ich habe jetzt auch keine großen Kraftsprünge mehr gemacht. Ne? Beugen tue ich dann, sag mal, im Wiederholungsbereich 9 bis 12, so 200, 210 rum und da ist jetzt auch kein Sprung mehr gekommen. Also bei mir jetzt. Ja. Es gibt vielleicht manche, die noch einmal 250 beugen, aber das ist halt bei mir jetzt nicht passiert. Das ist bei mir jetzt die letzte Zeit ziemlich gleich geblieben. Ja. Einfach nicht so verrückt machen, ne? Ja, eben. Einfach weitermachen letztendlich. Und ich bin immer der Meinung, auch wenn er irgendwann das gleiche Gewicht bewegt, heißt nicht, dass er dann irgendwann weniger Muskel oder gar keine Muskeln aufbaut. Ne? Also bei mir ähnlich. Also ich habe ja jetzt auch schon vor vielen Jahren viel gebeugt und natürlich werde ich jetzt eigentlich immer schwächer anstatt stärker und versuche halt dadurch schon mit ein paar Sätzen das zu kompensieren und das klingt manchmal auch ganz gut bisher. Ich kann einfach gar nicht mehr an die Leistungsgrenzen gehen, weil die Knie dann versagen würden, ja, eher die Knie als der Muskel. Mhm. Also überlege ich mir halt eben, wie kann ich vielleicht den Muskel da mehr reizen und da halt eben noch Reizpunkte zu setzen. Wenn man natürlich noch ein junger Kerl ist und hat noch Steigerungspotenzial
und wir reden jetzt vielleicht von welchen, die 17, 18 sind und 2 Jahre trainieren, dann kann man natürlich deutlich mehr rausholen, wenn man dafür Wiederholung erkämpft. Wenn man aber mal so stark ist wie die 2 Jungs, ist die Verletzungsgefahr dann auch irgendwo wieder gegeben. Ne? Und von daher ist nicht immer entscheidend, Plateau, was Gewichtssteigerung angeht, zu bewältigen, sondern vielleicht auch mal vom Kopf her nachzudenken, wie man halt das Plateau der Muskelentwicklung nochmal weiterentwickeln kann. Ja. Also letzter Tipp von mir wäre jetzt noch ganz einfach, das Plateau dann nicht immer am Training zu suchen, wo kommt es her im Training oder was kann ich im Training auch besser machen, sondern vielleicht auch mal schauen, ob man rundherum was besser optimieren kann. Dass es vielleicht nicht die optimalste Trainingszeit für einen ist. Es gibt welche, die trainieren lieber an einer anderen Zeit und sich da vielleicht anders organisieren muss, dass man dann vielleicht lieber vor der Arbeit trainiert oder wie auch immer. Oder dass man vielleicht zu wenig Schlaf hat oder doch zu unregelmäßig oder zu schlecht isst oder dass man vor dem Training was isst, obwohl man es eigentlich gerade fürs Training verträgt. Ich mag das halt auch nicht so, kurz vor dem Training was zu essen. Und da muss man halt auch mal schauen, so diese Randbedingungen, stimmen die denn alle so? Ne? Ich denke so, alles beantwortet. Bei mir gibt es noch eine Frage, die wurde mir jetzt, glaube ich, 10-mal gestellt. Die muss ich beantworten, sonst werde ich gesteinigt. Und zwar war das die Frage mit dem Gürtel. Warum ich den Gürtel trage und vor allem in jedem Training und immer so ziemlich eng, so nach dem Motto, dass ich bald keine Luft mehr bekomme. Also mir hilft es auf jeden Fall, um für die Taille ein bisschen schmaler zu bekommen. Das hat auch schon geholfen. Deswegen mache ich das Ganze weiter und auch durchgehend. Also das heißt, beim jedem Training konstant, wie gesagt, vom Anfang bis zum Ende hin. Da gibt es aber, wie gesagt, auch sehr verschiedene Meinungen darüber. Den einen hilft es oder der andere macht es und der andere macht es wiederum nicht. Müsst ihr ausprobieren letztendlich. Man kann schon sagen, dass bei manchen Übungen das sehr wichtig ist. Weil zum Beispiel beim Kreuzheben oder auch bei den Kniebeugen, wenn man da ohne Gürtel arbeitet, geht nicht unbedingt darum, den Rücken zu stabilisieren, sondern es geht auch darum, wenn ihr euch mal betrachtet oder bei anderen schaut, wenn die Kniebeugen machen, wie weit der Bauch sich nach vorne rausdrückt. Und es ist schon öfters vorgekommen, dass bei manchen die Bauchdecke reißt. Ja? Also ich kenne persönlich 2 Leute, die halt auch gerne ohne Gürtel trainiert haben oder den Gürtel, einen kleinen Gürtel genommen haben, der zu weit unten sitzt und trotzdem der Bauch oben drüber rausquillt. Das muss auch im Zaum gehalten werden, jetzt allein von der Verletzungsgefahr her, nicht unbedingt um die Taille allein schmal zu halten. Aber man kann sich natürlich vorstellen, wenn ihr jedes Mal ohne Gürtel trainiert, dann wird euer Taillenumfang mit Sicherheit nicht weniger werden, weil ihr presst ja jedes Mal euer Gedärm alles nach außen. Das weitet sich ja auch mit der Zeit. Ja, noch dazu, wenn ihr vielleicht in der Aufbauphase seid und 6000 Kalorien am Tag fresst. Ja. Ja, und da vergessen viele genau das, was du gesagt hast. Viele nutzen den Gürtel, denken den Körper, den Gürtel, oder man denkt, der Gürtel stabilisiert den Rücken oder den unteren Rücken oder sonst irgendwas. Nein, der Gürtel ist fast ausschließlich dazu da, auch bei Gewichthebern, um das hier, um richtig dagegen zu atmen und um dadurch eine richtige Pressatmung ausführen zu können, also richtig Druck aufbauen zu können im Bauchbereich. Dafür ist der Gürtel da. Und nicht, um die komplette Stabilität aus dem Rücken rauszunehmen, weil dafür hat man eben auch die Rückenmuskulatur und alles. Das stützt das natürlich alles noch ein bisschen besser, aber der Gürtel ist auch bei Kraft-Highkämpfern zu, ich würde sagen, 70%, 80% für den Bauch da, um da richtig eine Pressatmung entstehen lassen zu können. Deswegen ganz wichtig, dass der Gürtel vorne auch relativ breit ist, nicht zu tief sitzt, sondern schön auf der Bauchdecke, dass man wirklich schön Druck ausüben kann. Vielen, vielen Dank für die vielen Fragen, die ihr uns gestellt habt über Instagram und so. Freut uns immer sehr, wenn das Interesse da so rege ist. Und ja, nur durch solche Kommentare und durch so aktives Mitgestalten können solche schönen Runden überhaupt zusammenkommen. Dass die Firma PEEK halt wirklich, für die ist das ja eine Investition bzw. ein großer Aufwand, da hier alle aus ganz Deutschland, alle Athleten hier zusammen zu trommeln. Und um euch sowas zu bieten, das will ich nur mal ganz kurz ansprechen, damit keiner denkt, hier, wir wohnen alle 3 Kilometer auseinander. Und es ist selbstverständlich, dass wir solche Fragerunden machen. Ich fand es selber auch sehr spannend, die eine oder andere Frage mal aus deren Mündern zu hören. Deswegen vielen, vielen Dank für euer Mitgestalten. Wer will das letzte Wort haben? Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Bis dann mal wieder zum nächsten Frage-Antwort-Spiel. Ciao.